in einen Vortrag, und zwar von Monika Endhofer. Wir hatten sie bereits in der E-Mail angekündigt, auch als Highlight des Tages ein bisschen herausgestellt. Und ich freue mich erstmal, dass Sie da sind. Hallo, Frau Endhofer. Hallo, Herr Mattes. Hallo. Ich habe Let's do IT together, kann ich da hinten sehen. Das ist ein gutes Sein, glaube ich. Genau, ich habe auch meinen Kollegen, den Herr Schenk, mitgebracht, wie schon angekündigt. Wie angekündigt. Hallo, Herr Schenk, ja, genau. Grüße Sie. Jawohl, Christian Mattes, hallo. Danke, Servus, dass wir heute hier sein dürfen. Servus. Klasse. Ganz kurz, bevor wir starten, auf der Bühne 2 findet jetzt parallel statt vom Bürgerservice zur Bürgerbeteiligung. Darauf möchte ich noch hinweisen und auch den Workshop von Lukas Baumann. Hier wurden 422 hessische Kommunen untersucht und ein entsprechender IT-Sicherheitsreport erstellt. Und wenn Sie das interessiert, dann bitte über die DIKO-Plattform wechseln in die beiden anderen Vorträge. Jawohl. Und damit sind wir auch ohne große Einleitung jetzt zukunftssichere IT-Lösungen uns am Anschauen. Und ich glaube, Sie haben uns einen bunten Blumenstrauß an Best-Practice-Lösungen mitgebracht. Darauf freuen wir uns. Ich bin sehr gespannt. Bitteschön. So, dann geben wir doch mal unseren kurzen Vortrag vor. Florian Schenk, willst du Jawohl, ihn ganz kurz vorstellen? Kann man gut sehen. Jawohl, genau. Man kann, denke ich, alles sehen. Super. Dann freuen wir uns heute, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung und dass wir unsere Best-Practice-Beispiele hier vorstellen können vor Ihnen. Wir treten heute im Doppelpack auf. Mein Name ist Florian Schenk. Ich bin bei uns der Vertriebsleiter für den Bereich öffentlicher Auftraggeber bei uns im Unternehmen. Bin seit gut 17 Jahren im Unternehmen und habe neben dem Thema des Vertriebes auch das Thema Technik früher mitgemacht und dementsprechend einen gewissen technischen Hintergrund zu den ganzen Lösungsthemen auch dabei. Wir haben einen bunten Strauß, wie gerade schon angekündigt, vorbereitet an einer kurzen Vorstellung über unser Haus und dann an Themen, die wir draußen im Markt mit anderen Kommunen umgesetzt haben. Da gehen wir gleich in die Tiefe. Nichtsdestotrotz möchte ich noch gerne meiner lieben Kollegin an den Raum geben, sich auch selbst vorzustellen, und gebe den Redeball nach oben. Okay, sehr gut. Also Monika Endhofer, mein Name, bin Senior Account Managerin im öffentlichen Bereich bei IT House und freue mich ganz besonders, jetzt mal am Anfang starten zu können. Der Herr Schenk und ich haben uns relativ lange Gedanken gemacht, wie wir diesen Termin heute aufsetzen und sind zur Lösung gekommen, dass wir das Ganze mal anders gestalten. Was bedeutet, wir wollen uns, also viele von Ihnen, die heute hier in dem Vortrag sind, kennen IT House ja noch nicht. Und deswegen wollen wir uns mit unserer Kurzvorstellung und mit den Best Practice Beispielen als Ihr mögliches Date vorstellen. Und vielleicht erkennen Sie für sich zum Schluss, dass wir Ihr Perfect Match werden. Dann starte ich mal mit der Kurzeinführung. Was bin ich denn? Wie schaut denn überhaupt mein Profil aus? Selbst bin ich 1998 in Firm bei Trier gegründet worden, besser gesagt geboren worden. Bin mittlerweile schon relativ dick mit 115 Millionen Kilo und habe 330 Mitarbeiter. Mein Hauptwohnsitz ist auch nach wie vor mein Geburtsort. Jedoch habe ich meine Wohnorte entsprechend ausgeweitet, erweitert und 24 Standorte, wo meine ganzen Kinder sozusagen mittlerweile wohnen. Natürlich, so wie Sie und ich, haben wir persönliche Erfolge gefeiert. Und ganz besonders stolz sind wir, bin ich besser gesagt, darauf, dass wir 10-mal in Folge unter den 3 bestplatziertesten IT-Systemhäusern bei Channel Partner gewesen sind. Und ganz wichtig für uns ist, besser gesagt für mich als IT-Haus, dass wir unseren sozialen und Umweltaspekten gerecht werden, sodass wir jedes Jahr uns dafür entschließen, uns neuerlich ISO 9001 und 14001 zertifizieren zu lassen. Für Sie als Nice Fact nebenbei, für jede Tonne Papier pflanzen wir
einen Baum, sodass wir da auch eine entsprechende Ausgleich für die Umwelt an unseren Verbrauchsmaterialien schaffen. Genau, und dieses Jahr werden wir auch klimaneutral. Als kleines zusätzliche Info sogar noch dazu. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr toll. Und ich als IT-Haus freue mich da ganz besonders drüber, dass wir unseren Beitrag da auch leisten können. Natürlich habe ich auch Hobbys. Wie Sie und ich, vielleicht spielen Sie gern Fußball, ich vielleicht koche gerne, aber als IT-Haus habe ich eine breite Range an Hobbys. Was für mich bedeutet, eine solide Basis an Hobbys ist natürlich unabdingbar. Und deswegen reden wir von einer Supply Chain Solution als wirklich essentiellen Punkt, auf dem wir eine solide Basis aufbauen können. Diese Supply Chain Solutions bedeutet für Sie, zu meiner kurzen Vorstellung, Sie haben bei uns einen persönlichen Ansprechpartner. Wenn es ein Thema gibt, wir sind immer für Sie erreichbar. Wir haben natürlich eine Logistik, eine eigene, wo wir auch gewährleisten können, dass die Sachen dementsprechend verschickt werden. Und wir können auch Endgeräte einlagern, was in der aktuellen Weltmarktsituation sehr, sehr vorteilhaft ist. Und auf dieser soliden Basis stehen meine Grundsäulen an Hobbys, die ich alle sehr, sehr gerne ausübe und wo ich sehr, sehr viele Kinder habe, die sozusagen hinter diesen Säulen stehen und wirklich Experten in diesem Bereich sind. So ist es einfach so, dass ich bei Software und Cloud Solutions für meine Partner, mit denen ich wirklich sehr gerne zusammenarbeite, auch eine IT-Strategieberatung durchführen kann und schauen kann, wo steht denn die Kommune heute? Wo will denn die Kommune hin? Und wie kommt die denn am besten dorthin? Natürlich schon ein essentieller Punkt, moderne Teamarbeit. Arbeiten Sie vielleicht heute schon mit Microsoft 365? Arbeiten Sie vielleicht mit Teams? Genau, wie kann ich kollaborativ zusammenarbeiten und unter anderem auch die Corona-Richtlinien entsprechend einhalten, sodass auch Heimarbeit möglich ist? Und das geht natürlich auch mit einer automatisierten Verwaltung von Endgeräten, die dann unabdingbar ist und die dann viele Sicherheitsaspekte, wo sehr viele Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden müssen. Da fällt natürlich dann auch die entsprechende Hardware rein bei Infrastrukturlösungen, wo es dann wirklich darum geht, was passt zu mir als Stadt, als Kommune, als Gemeinde, wie kann ich mich denn so aufstellen, dass ich die perfekte Infrastruktur gesized habe. Da stehen Kollegen dahinter, die überlegen sich mit Ihnen, was brauchen Sie, wo wollen Sie hin und schlussendlich Sie auch durch eine Ausschreibung begleiten können oder für Sie mit Ihnen überlegen können, nur wo wollen Sie hin und sicherzustellen, wie schaut der Betrieb aus, wie ist die Wartung, wie können Sie garantieren, dass Sie natürlich immer auf dem sichersten Stand sind. Zu dem ganzen Thema Corona spielt natürlich Client und Mobility Solutions, wo es wirklich um Workplace-Konzepte geht. Wie kann ich denn meinen Arbeitsplatz am besten aufbauen mit dem richtigen Endgerät, sodass in Zukunft allen Anforderungen gerecht wird? Nimmt man vielleicht keinen Desktop mehr, sondern eher ein Notebook, dass der Mitarbeiter zukünftig zu Hause arbeiten kann oder einfach flexibler ist, weil einen Desktop kann man auch mit nach Hause nehmen, aber den muss man ja immer aufs Neue wieder aufbauen, anschließen und so weiter. Das sind halt alles so Fragen, die man sich stellen sollte. Oder will ich als Kommune vielleicht ein Warenkorb-Management-Konzept dahinter haben? Will ich vielleicht für meine
Mitarbeitern den Warenkorb definieren, wo sie sich auswählen können, was denn das perfekte Endgerät wäre, aber sie trotzdem bei einer einheitlichen Geräteflotte bleiben. Solche Themen sind immer unabdingbar und dahinter steckt natürlich auch immer ein Servicekonzept, damit sie auch für sich die Sicherheit haben, dass nicht irgendwann heißt, ja, ist Gerät kann nicht mehr gewartet werden oder es sind keine Leute da, die sich den Defekt anschauen können. Zu Digital Signage Solution, meinem vorletzten Hobby, da ist es so, sie überlegen sich ja selbst Büroausstattung, besser gesagt Konferenzraumausstattung. Da gibt es ja Leute, die zu ihnen kommen und sich überlegen, wo ist denn die Fensterfront? Ist denn diese Wand vielleicht eine tragbare Wand oder ist es vielleicht wirklich nur eine Wand, wo ich nichts draufhängen kann? Weil nichts Schlimmeres gibt es, als ich hänge einen digitalen Bildschirm an die Tafel und die Wand bricht durch die Tafel zusammen. Das will ja keiner von Ihnen. Und deswegen gibt es natürlich hier auch Experten, die Sie unterstützen können, um auch die richtige Akustik für die Büroräume schaffen zu können. Ja, letztes Hobby von mir, weil das ist ja schon sehr, sehr breit aufgestellt, sind meine Managed Print Solutions. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt mittlerweile Druckerkonzepte. Da geht es ja darum, Ihnen das Leben einfach enorm zu erleichtern. Sie sagen, also wir können Ihnen eine Geräteflotte zusammenstellen oder Sie schreiben die aus, wie das im Regelfall der Fall ist, aber es wird halt dann intelligent geschaut, wird der Toner leer, wird die Tinte leer. Oder gibt es gerade einen Servicefall, dass ganz schnell jemand zu Ihnen kommen muss, dass Sie wieder arbeitsfähig sind, dass Sie wieder Ihre Dokumente ausdrucken können. Und dafür gibt es dann diesen Riesenpunkt, Managed Service, der über meine ganzen Hobbys steht und der diese ganzen Hobbys richtig gut abfangen kann. So, dass Sie das rundum Vollservice-Sorglos-Paket haben. Naja, aber jetzt habe ich Ihnen ja ziemlich viel von mir erzählt und von meinen Hobbys. Jetzt würde ich Ihnen natürlich auch gerne erzählen, was ich denn tatsächlich mit meinen Partnern am liebsten mache, aber für was mir meine Partner auch am meisten schätzen. Und diesbezüglich gehe ich direkt mal auf ein Beispiel von der großen Stadt in Baden-Württemberg ein. Der Wunsch war, das DSVBO-konform zu halten, so wie Sie sich das ja auch von Ihren Partnern wünschen würden. Das große Match, der große Matchpunkt war tatsächlich eine Ausschreibung, geräteunabhängig zum Thema Schuldigitalisierung, wo es tatsächlich um die Anschaffung von Dokumentenkameras ging. Notebook, Desktops, iPads, die ganze Palette und Schulinfrastruktur. Da war dann der große Punkt, Sie haben 25 Schulen, Sie haben aber nach wie vor die gleiche Personalkapazität, wie Sie vorher gehabt haben. Nur haben Sie sozusagen, wenn jeder Schüler ausgestattet wird, 5000 End-User mehr. Das ist eine Herausforderung, über die sich viele Kommunen, Städte nicht bewusst sind. Besser gesagt, wenn sie sich bewusst werden von dieser Herausforderung, ist es zu spät und oft durch den Fachkräftemangel einfach nicht so abfangbar, weil ich glaube, da erzähle ich Ihnen ja nichts, dass neue, gute Leute zu finden, die diese Themen abwenden können, richtig, richtig schwierig sind und es sehr viel Geld kostet, die dann auf sich zu gewinnen. Und das ist teilweise bei Ihnen ja einfach nicht so umsetzbar. Deswegen habe ich als IT-Haus richtig schnell eingegriffen und habe geschaut,
wie können wir unterstützen, dass wir hier nicht einen Kollaps kriegen, dass hier nicht das System zusammenbricht. Und deswegen sind wir hingegangen und haben sehr schnell ein Service-Level-Konzept aufgesetzt und schauen mittlerweile, dass die Endgeräte, die iPads zu uns gehen, die betankt werden, gelabelt werden, zu den Schülern gehen, die Schüler, die nur mehr einschalten müssen und das Ganze läuft. Bei den Notebooks und Desktops schaut es noch einmal eine Nummer anders aus. Da ist es mittlerweile tatsächlich so, die kommen auch zu uns. Unser Staging Center bedankt die, schaut, dass alles läuft. Und dann nehmen meine Kollegen aus dem Field Service diese Geräte mit, fahren mit diesen Geräten zu der Stadt vor Ort, zu den 25 Schulen und bauen die Endgeräte nach erfolgreicher Bedankung auf, sodass schlussendlich sich der Schüler auch nur mehr in diesen Raum setzen muss, das Gerät hochfährt und alles einsatzbereit ist. Die einen Punkt haben wir aber den absoluten Super-Like bekommen und das ist aktuell das Thema Verfügbarkeiten. Sie wissen ja selbst, es ist ja mittlerweile einfach so, Geräteverfügbarkeiten am Markt katastrophal. Und es wird auch immer schlimmer. Und deswegen haben wir eine intelligente Geräteeinlagerung für diese Stadt vorgenommen. Tatsächlich auf unsere Kappe, weil Sie wissen selbst als Stadt und Kommune, es gibt einen Rahmenvertrag, aber Sie können ja nicht Endgeräte bestellen, wo Sie noch keine finale Unterschrift zu haben. Deswegen haben wir gesagt, um diese Wartezeiten zu verhindern, legen wir uns 20% dieser Endgeräte auf Lager, um kurzfristig und schnell für diese Stadt agieren zu können. Und ich glaube, das macht uns als IT-Haus, durch das wir sind 330 Mitarbeiter, wir sind super flexibel, agieren super schnell, das macht IT-Haus aus. Und ich glaube, dass es für viele von Ihnen tatsächlich ein großer Like-Punkt sein könnte. Dann würde ich sagen, springen wir doch zu meinem zweiten Partner, den ich Ihnen vorstelle, bis ich dann an meinen Kollegen, den Herrn Schenk, übergebe. Und zwar haben wir da Gesundheitseinrichtung, also eine Gesundheitseinrichtung in Hessen. Mit denen haben wir tatsächlich durch intensive Verhandlungsverfahren, die Möglichkeit bekommen, unser Druckkonzept dort dann vorzustellen und haben diese Ausschreibung entsprechend gewonnen. Was bedeutet, wie vorher auch schon kurz vorgestellt, ein Druckkonzept funktioniert ja immer so, wir integrieren dann die Lösung von uns, die überzeugt hat, in der entsprechenden Einrichtung und schauen, dass die eigentlich nichts mehr damit zu tun haben. Das heißt, dass dann auch ein automatischer Austausch vom Service stattfindet und so weiter und so fort. Der Punkt ist aber, dass hier eine Besonderheit gegeben hat, der Partner hat sich gewünscht, liebe IT-Haus, ich hätte gerne einen Ihrer Mitarbeiter. Und mittlerweile ist es so, der Kollege, der uns da so ein super Like gebracht hat, sitzt dann tatsächlich in dieser Einrichtung und schaut innerhalb einer Stunde Fehler beheben zu können. Und das hat diesen super Like gebracht und hat dann direkt mit sich gebracht, dass der Kollege zusätzlich vor Ort noch für andere Themen unterstützen kann, unter anderem beim Displayaufbau, was natürlich eine erhebliche Kostenoptimierung für diese Einrichtung gebracht hat. Ja,
Ich glaube, wir haben zwei ganz gute, schöne Partner vorgestellt, bei denen wir aber ganz gute Likes und Superlikes bekommen haben. Und dann würde ich auch schon an meinen Kollegen, den Herrn Schenk, übergeben wollen. Jawohl, vielen Dank dafür. Das war ja schon eine klasse Vorstellung von der IT-Haus. Da gibt es bestimmt ganz viele Matches. Wir möchten allerdings noch ein, zwei weitere Hobbys zeigen und einfach in den breiten Blumenstrauß zu zeigen, wie wir hier zusammenarbeiten können und was die Themen sind, die auch gerade andere Behörden oder auch in dem Fall das Krankenhaus Maria Hilf in Daun, das ist eine offizielle Referenz, deswegen dürfen wir es auch nennen, finden Sie auch in voller Gänze und Größe auf unserer Webseite auf it-haus.com im Download-Center. Das gibt es auch alle ein bisschen länger zum Durchlesen, wen es ein bisschen tiefer interessiert. Zeigt einfach nochmal den Bereich Software und Cloud Solutions bei uns. Das Krankenhaus hat Unterstützung angefordert im Bereich der Lizenzierung, wollte eine rechtssichere Beratung haben. Und hier haben wir komplett von vorne bis hinten unterstützt und tun es auch noch heute. Wir haben ein sogenanntes Software Asset Management Projekt dort gemacht, haben den kompletten Lizenzbestand des Krankenhauses uns angeschaut, vor Ort erfasst in Zusammenarbeit mit den Kollegen dort. Und aus der Ist-Situation eine Soll-Situation und eine Zukunftssituation quasi ausgearbeitet. Wo geht's hin? Unter welchen Regularien darf ich was tun? Und haben auch daraufhin ein neues Konzept für die Nutzung von den Technologien als auch von den Lizenzen aufbauen können, sodass der Kunde dort jetzt viel sicherer ist. Wo ist er? Wie ist er aufgestellt? Wie bin ich unterwegs? Und was darf ich? Und wie kann ich auch viel moderner nach außen auftreten, als auch diese modernen Technologien für mich jetzt endlich nutzen. Ein super Like und Match zusätzlich war noch, dass unsere Kollegen natürlich ausgebildet sind in all diesen Themen, was um die Unterstützung bei Beantragung von Fördermitteln geht, das Krankenhaus Zukunftshilfegesetz dementsprechend mit zu beraten und mit umzusetzen. Und das hat natürlich auch sehr gut gefallen, dass da auch dementsprechend nicht nur das eigene Budget angezapft wird, sondern auch von anderer Seite Gelder dazukommen können für das Ganze. Und so konnten wir hier einen wirklich großen Beitrag auch in unserer Region leisten. Wir haben gesehen, wir sitzen in der Region Trier, Föhren, Eifel und das Krankenhaus Maria Hilfe Daun ist da ein großes Krankenhaus in der Eifel in der Nahversorgung. Und sind besonders froh, dass wir hier helfen konnten und jetzt auch dort in der Eifel sehr modern unterwegs sind im Bereich der Microsoft-Welt. Und wir haben noch ein weiteres schönes Beispiel dabei, nämlich mit einer kirchlichen Einrichtung in diesem Moment aus NRW, hier wieder DSGVO-konform, dass wir den Kunden nicht nennen. Hier haben wir unterstützt im Bereich der Kindertagesstätten in ganz Nordrhein-Westfalen, diesen Anbieter, hatten wir einen klaren Digitalisierungsauftrag. Hier war noch sehr viel Arbeit von Papier gefragt, viel Einsatz von Dokumenten. Und der Wunsch war, Mensch, liebe IT-Haus, wie könnt ihr mich denn hier unterstützen? Ich brauche Digitalisierungs-Know-how. Wie können wir Dinge hier umstellen? Wie können wir sie schneller machen? Wie können wir sie einfacher für die Mitarbeiter auch vor Ort machen? Wie können wir die ganzen Dokumentationen einfacher zentral ablegen, online, digital und nicht mehr den ganzen Papierwust haben? Und wir sind von vorne rangegangen und haben gesagt, okay, klar, können wir relativ einfach lösen mit einer einfachen Umstellung auf digitale Geräte, aber man braucht ein Konzept dahinter. Es ist nicht damit getan, einfach nur in dem Fall iPads oder Dell-Geräte zu kaufen, sondern es macht Sinn, ein komplettes Konzept sich dafür zu bauen. Und das haben wir hier getan. Wir haben ein Lifecycle-Management-System eingeführt für die ganzen Geräte. Jetzt hat der Kollege schon ein bisschen vorgegriffen, das kommt gleich nochmal ein bisschen detaillierter. Haben die ganzen Geräte vorbereitet, haben die ganzen Geräte ausgerollt vor Ort in den Kindertagesstätten, haben eine Einweisung gemacht, hatten dementsprechend die ganzen Geräte an Lager, dass es auch alles in Time läuft und gelaufen ist. Und dass wir vor Ort alles mit eingerichtet haben und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort mitgeholt haben, hat einen super Like gegeben. Und der Kunde hat eine super Planbarkeit, weiß jetzt genau in diesem Client-Management-System, welche Geräte habe ich im Einsatz, wie alt sind die, wo muss ich was austauschen, wo ist was im Einsatz. Und hat ihm natürlich die Digitalisierungshürde
genommen. Es ist jetzt alles digital und zentral abgelegt. Viel einfacher für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und hat hohe Prozessoptimierung dadurch erfahren und hohe Kosteneinsparung, weil es alles viel flotter und schneller geht. Und genau, jetzt kommt gerne die nächste Folie, wo wir mal kurz zeigen wollen, wie machen wir denn so ein Lifecycle-Management? Wir sind ja hier gerade so im Dating-Format. Wir haben uns vorgestellt, wer sind wir? Und ganz klar, wir haben natürlich auch darüber nachgedacht, können wir das machen hier, so uns als, in so eine Art Date vorstellen? Weil viele denken da oft an Kurzfristiges, aber wir sind keiner oder keine für eine Nacht, sondern wir sind absolut darauf aus, eine langfristige Beziehung aufzubauen. Eine gute Partnerschaft, auch im Businessbereich, auch zu Ihnen, lebt davon, dass man sich kennt, dass man auf Langfristigkeit ausgeht und dass man gegenseitig Vertrauen aufbaut. Und wir finden, nichts passt besser dazu als so eine Art Lifecycle-Management, dass wir zu den verschiedensten Themen aufbauen können, also nicht nur zu Endgeräten von Notebooks, PCs etc., sondern das kann auch im Printing-Bereich sein, das kann auch im Infrastrukturbereich sein, im Digital Signage-Bereich. Unser Ansatz ist, dass einen sogenannten 360-Grad- Zyklus zu leben bei allen Technologien, die wir anbieten. Uns geht es also darum, wie im vorigen Beispiel zu schauen, wo stehen Sie gerade mit Ihrer Landschaft? Was sind die aktuellen Geräte, die da sind oder die Lösungen, die Sie einsetzen? Und wie können wir darauf ein neues Konzept aufbauen? Wenn Sie wollen, können wir auch mit in Ihnen in die Ausschreibung gehen, in die Beschaffung der ganzen Geräte, die es braucht oder der Services, die es braucht. Jeder Punkt, den Sie da jetzt sehen, ist auch optional zu sehen. Also wir sind natürlich froh darum, wenn wir möglichst viel mit abdecken können, wenn wir dann unsere ganze Stärke ausspielen können. Aber jeder der Punkte ist auch einzeln natürlich von uns zu beziehen und mit uns abzuarbeiten. Wenn wir dann geschafft haben, dass die Endgeräte da sind, zum Beispiel hatten wir eben auch schon gerade mit der Stadt in Baden-Württemberg, dann helfen wir auch sehr gerne dabei, die direkt vorzukonfigurieren, genauso wie Sie sie möchten, auf Ihrem Lizenzstand mit Ihren Programmen, wie Sie die brauchen, und sie vor Ort auszurollen. Die Logistik-Services ohne Grenzen, das zielt darauf ab, dass wir auch im internationalen Bereich dementsprechend das machen können. Aber natürlich, Sie haben die Aufstellung gesehen am Anfang. Wir haben 24 Standorte in ganz Deutschland, sicherlich auch in Ihrer Nähe. Mit dieser deutschlandweiten Aufstellung können wir ruckzuck bei Ihnen vor Ort sein, um die Geräte aufzubauen, zu warten, zu reparieren, auszutauschen etc. Das wäre nämlich der nächste Punkt. Ich würde Sie bitten, dass wir so in 3 Minuten zu Ende kommen, dass wir einen sauberen Übergang haben. Das schaffen wir. Super, das schaffen wir. Ihnen. Das schaffen wir. Womit wir dementsprechend die Rollouts gerne anbieten, also Sie dabei unterstützen, vor Ort die Geräte aufzustellen oder nicht. Und auch die Reparatur, die Wartung, der Austausch im Fehlerfall. Im Optimalfall kann sogar jemand bei Ihnen vor Ort sitzen. Das Beispiel hatten wir auch gerade, also das gehört zu den technischen Services. Und last but not least, ein Punkt für das Nachhaltigkeitsthema. Wir hatten das eben mit der Umweltzertifizierung, das End-of-Life-Management. Heutzutage ist es ganz wichtig, dass wir ressourcenschonend arbeiten, dass wir den Umweltaspekt und Nachhaltigkeitsaspekt auch mit berücksichtigen. Und so helfen wir auch dementsprechend, wenn wir was Neues aufbauen, die Geräte abzubauen und dementsprechend, wenn sie wirklich nicht mehr nutzbar sind, sie entsprechend schonend zu entsorgen oder einem zweiten oder dritten Leben zuzuführen. Also Stichwort Remarketing. Die Geräte werden BSI-konform abgeholt, gelöscht, verplombt in den Containern und dementsprechend aufbereitet und wieder in den neuen Markt gebracht, um sie weiter zu nutzen. Also dass dementsprechend auch die Geräte nicht verschrottet werden, wenn sie noch wieder verwendbar sind. Ganz wichtiges Thema, wächst sehr stark und ich glaube, damit tragen wir auch für unsere Nachkommen und alles, was hinter uns noch kommt und nach uns kommt, auch einen großen Teil dazu bei, den Planeten und die Ressourcen zu schonen. Genau. Und jetzt kannst du gerne nochmal den nächsten Klick machen, weil dann kommen wir schon zu unserer fast letzten Seite. Gib nochmal gerne weiter. Da haben wir uns die Frage gestellt, haben Sie nach dieser Vorstellung Lust auf ein zweites Date mit mir, oder? Mit mir? Dann gibt es zum Thema IT-Sicherheit im Bildungssektor am 7.12. auch noch
einen möglichen Termin. Aber jetzt ganz zum Schluss von unserer Seite, wenn es Fragen gibt, wir stehen natürlich gerne an unserem Stand für alle Fragen zur Verfügung oder rufen Sie mir einfach an, steht an meiner Telefonnummer. Genau. Und dann bedanken wir uns vielmals, dass wir mit dabei sein haben können. Und ja. Sind stolz, dass wir es in der Zeit geschafft haben, wie gewünscht. Absolut. Genau. Chapeau, kann ich nur sagen. Und wenn ich zu entscheiden hätte, ich würde auf jeden Fall anrufen oder direkt einen Videocall vereinbaren. So charmant, wie Sie das dargestellt haben, das war großartig. Vielen Dank. Ich glaube auch, dass man, vielleicht kann uns die Regie kurz mal parallel schalten noch, dass wir auf jeden Fall hier eine tolle Vorstellung gesehen haben von einem Gesamtdienstleister für Städte und Gemeinden, der mit einem sehr, ja, ich will mal sagen, guten Überblick und mit einer sehr viel gut ausgebildeten Erfahrung die Kommunen begleiten kann, ihre Digitalisierung von Basis auf, auch mit der richtigen Hardware und der Infrastruktur gut aufzustellen. Perfekt zusammengefasst. Ja. Also wir können gerne ein zweites Date machen. Spaß gemacht. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Lust auf mehr und die Idee mit dem Date fand ich großartig. Klasse. Danke, Herr Martin. Dankeschön. Schönen Dank. Vielen Dank.